Hallo ihr Lieben, heute wollen wir uns von Andy Warhol inspirieren lassen. Ihr kennt sie bestimmt alle, diese Pop-Art-Flowers auf dem grünen oder andersfarbigen Untergrund. Und ich arbeite heute auf einem glatten Fließpapier. Das ist eine Fließuntertapete von der Rolle. Ich habe mir ein Stück rausgeschnitten und diese aufgespannt. Diese Tapeten sind im Prinzip saugfähig, das heißt, sie saugen auch Farbe und Farbpigmente an und geben sie nicht wieder ab. Das will ich bei diesem Projekt vermeiden. Deswegen grundiere ich sie vorher noch einmal mit einem Malgel. Ihr könnt aber auch Acrylbinder nehmen. Hauptsache, die Poren sind durch diesen Gel- oder Binderfilm verschlossen. Wenn ihr euch keine Tapete, Fließtapete kaufen wollt, ihr könnt auch anderes Papier nehmen, was glatt ist und nicht viel Struktur hat, denn diese Struktur würde gleich bei unserem kommenden Schritt stören. Deswegen ist dieses Vorhaben auch nicht so gut auf Leinwand umsetzbar. Also lieber auf kräftigem Papier oder auf dieser Fließtapete. Ich streiche mein Gel jetzt sorgfältig auf und das muss dann anschließend ganz gründlich trocknen, bevor ich mit dem ersten Schritt beginne. Hier seht ihr schön, wie glänzend das durch den Binderauftrag geworden ist, das Papier. Ich beginne mit einer Unterfarbe oder einer Grundierungsfarbe. Es ist ein warmes Gelb. Dieses trage ich allerdings sehr dünn nur auf, damit es schön leuchtend bleibt. Und dazu befeuchte ich jetzt wieder die Oberfläche mit etwas Wasser. Dann gelingt das dünne Auftragen umso besser. Der Farbauftrag muss nicht unbedingt gleichmäßig sein. Anschließend wird das Ganze gründlich getrocknet. Für meine nächste Schicht brauche ich etwas Wasser hier in dem Glas und etwas Tapetenkleister. Davon braucht ihr wirklich nur sehr, sehr wenig. Ihr könnt ja mal auf die Packung schauen, wie das Verhältnis Wasser zu Tapetenkleister sein muss. Ich mache es hier einfach frei Schnauze. Ich verquirle das Ganze. Dann muss das 10 Minuten stehen. Und danach wird es nochmal verquirlt und ist dann bereit zur Verwendung. Nun mische ich mir erst einmal die zweite Farbe. Das soll in diesem Fall ein dunkles Grün werden. Ich habe hier ein mittleres Grün. Ihr könnt ein Grün eurer Wahl nehmen. Ein Umbra und etwas von dem Gelb. Das mische ich zunächst mit einem Palettmesser. Wenn ich die Farbe gemischt habe, gebe ich den Tapetenkleister hinzu. Der macht die Farbe etwas durchsichtiger und vor allen Dingen hält sie länger ihre Feuchtigkeit.
Die Farbe ist okay, sie könnte vielleicht noch etwas dunkler sein, ihr könnt das ja ausprobieren. Ihr könnt auch eine ganz andere Farbe als zweite Farbe nehmen. Ich trage sie jetzt auf die Oberfläche auf und damit das leichter geht, sprühe ich etwas Wasser darauf. Die Spuren, die der Pinsel hier erzeugt, finde ich ganz passend und ich lasse sie auch so stehen als Untermalung und in diese Farbe, in diese feuchte Farbe kratze ich nun gleich mit verschiedenen Werkzeugen. Schaut mal, was ich da habe. Da sind zum einen diese kleinen Keile, die Holzkeile, die ihr aus den Verpackungen der Keilrahmen kennt. Dann Abschnitte von Plastikkarten, alte Kreditkarten etc. Mit diesen Abschnitten oder mit diesen Werkzeugen erzeuge ich jetzt grasartige Strukturen, indem ich einfach ganz nach Lust und Laune in das Grün hineinkratze. Mal nehme ich ein breiteres Werkzeug, mal ein schmaleres. Und ich höre es auf, wenn ich mit dem Eindruck zufrieden bin. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich gebe jetzt dem Rasen einen ganzen Tag zum Trocknen. Das muss wirklich gründlich trocken sein. Am nächsten Tag kann es weitergehen. Alles ist prima getrocknet. Und um die Schicht jetzt noch zu festigen und etwas zu schützen, trage ich unbedingt etwas Acrylbinder auf. Ich nehme jetzt matten Acrylbinder, denn ich möchte nicht, dass später Glanzunterschiede in meinem Bild entstehen. Wenn der Binder trocken ist, kann ich mit einem Stück Kreide meine Blüten vorzeichnen. Ich möchte 4 Blüten verteilen, die sich in der Größe unterscheiden und ich male zunächst einmal 4 unterschiedlich große Kreise. In die Kreise hinein male ich diese ganz einfachen Blüten mit 4 oder 5 Blütenblättern. Ihr braucht nicht genau zu arbeiten, die Blütenblätter können auch gerne unterschiedlich groß sein. Das gibt dem Ganzen etwas Lebendiges. Anschließend fülle ich die Formen mit deckendem Weiß aus. Diese weiße Schicht dient dazu, die darüber aufgetragene Farbschicht leuchtender zu machen. Meine Blumen, meine Blüten sollen richtig poppig leuchten. Ich finde es schön, wenn man die Ränder der Blütenblätter nicht so besonders gerade macht, sondern wenn sie etwas ausgefranst sind. Das wirkt etwas lebendiger. Für die Blüten mische ich mir 4 verschiedene Farben. Bei mir geraten sie etwas pastellig, ihr könnt aber auch richtig
klare Farben, leuchtende Farben, dunklere Farben nehmen. Probiert einfach aus, worauf ihr Lust habt, oder macht gleich eine ganze Serie mit unterschiedlichen Farben und vielleicht auch mit unterschiedlich farbigen Hintergründen. Also rotes Gras und farbige Blüten, blaues Gras, farbige Blüten, wie ihr wollt. Wie ihr seht, habe ich die Farben noch mal ein bisschen verändert. Irgendwie ist der Kontrast zwischen den Blüten und dem Hintergrund zu gering. Deswegen möchte ich das Gras noch einmal mit einer Lasur etwas abdunkeln und vor allen Dingen rund um die Blüten noch mal eine ganz dünne Lasur auftragen. Diese lässt das Gras darunter durchschimmern, dunkelt aber alles etwas ab. Eine Lasur mische ich aus einem etwas dunkleren Grünton mit etwas Acrylbinder. Diese Mischung ist dann sehr transparent und kann an bestimmten Stellen gezielt aufgetragen werden, um den Hintergrund abzudunkeln. So kommen die Blüten auch leuchtender zum Vorschein. Nach dem Trocknen möchte ich natürlich in die Mitte der Blüte noch die schwarzen Punkte hineindrucken. Dazu mische ich mir eine sehr dunkle Farbe aus viel Umbra und ganz wenig Grün, vielleicht etwas Blau dazu. Und mit dieser Farbe bestreiche ich eine Verschlusskappe, die eine glatte Rückseite hat. Damit kann ich prima drucken. Zum Schluss gehe ich mit meiner dunklen Lasur nochmal über diese Stellen, die besonders dunkel sein sollen und mehr Kontrast bringen, bis ich finde, dass das Bild ausgewogen ist. Das Experiment mit der Vinyltapete hat funktioniert. Vielen Dank an Elena Büchel. Auf ihrem Kanal auf YouTube könnt ihr auch ganz viele Tutorials sehen. Sehr empfehlenswert. Danke dafür. Ihr seht, alles lässt sich prima entfernen und das Papier hat sich nicht gewellt. Ich denke, man kann es auch prima aufziehen auf Holz, ohne dass man Probleme bekommt. Sicherlich wäre es schön, wenn ihr das als Serie machen würdet, mit verschiedenen Farben, wie gesagt, andersfarbiges Gras, andersfarbige Blüten. Erst wenn diese dann nebeneinander hängen, wird es so richtig interessant. Das war's für heute, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr habt Lust, das auch mal auszuprobieren. Es ist eine Idee, die man auch gut mit Kindern umsetzen kann.
Da kommt es nicht auf Präzision an, da kommt es auf Spontanität und Lust an der Farbe an. Gerade richtig in diesen etwas düsteren Wintermonaten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Jahresanfang und ein wunderschönes Jahr. Bleibt alle gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!